Buntes und wildes Treiben auf der Wiesn. Die Stimmung nach 2 Jahren Corona-Pause könnte ausgelassener nicht sein. Der Zapfhahn läuft, die Musik spielt und auf den Bierbänken wird getanzt. Was jedoch im Hintergrund abläuft, wird häufig nicht gesehen, etwa in den Sanitäranlagen. Sascha arbeitet als Hygienekraft an einer Toilettenstation. Gemeinsam mit seiner Frau kümmert er sich dort um die Ordnung und Sauberkeit und erlebt tagtäglich so einiges. Also irrsinnig lustige, viele lustige Menschen, Stimmung, aber vor allem sehr viel harte Arbeit. Ja. Sehr starke Nerven braucht man dafür. Man braucht einen kühlen Kopf. Man darf die Nerven nicht verlieren. Und man natürlich auch nicht abgeneigt sein, Exkremente oder Erbrochenes zu entfernen, sauber zu machen. Neben Besuchern, die auf der Toilette einschlafen, sieht Sascha immer wieder Dinge, von denen er nie geglaubt hätte, dass Menschen so etwas machen würden. Wände beschmieren mit Exkrementen, mit Erbrochenem, sich komplett ausziehen und ihre Sachen da lassen. Und dann nackt heimgehen? Naja, so halbnackert dann. Dann nehmen sie halt nur das, was sie meinen, das brauchen sie noch. Das andere lassen sie dann liegen. Und sehr, sehr viele verschiedene komische Sachen finden wir in den Toiletten oder was liegen geblieben ist. Ja, so, naja, auch so Mitbringseln. Aber nur ein Schuh zum Beispiel oder nur eine Socke, Unterhosen, Unterwäsche, ja. Das gehöre jedoch zu seinem Beruf dazu, so Sascha. Was ihn eher belastet, ist die Respektlosigkeit einiger Besucher, die ihm als Hygienefachkraft gegenübergebracht wird. Es gibt sehr viele Menschen, die herabblickend sind, ja, was man da für einen Job macht. Obwohl der den einen nicht gar nicht kennt, was der hauptberuflich macht und was der überhaupt für ein Mensch ist. Ja. Also die Leute denken, ja, das ist jetzt nur ein Kloputzer, ja, oder nur eine Kloputzerin, ja, die macht die Scheiße auf die Scheiße, meine Scheiße schon weg. So funktioniert das, ja, und so diese Blicke. Und das finde ich das Härteste. Was würdest du denn von den Menschen wünschen bezüglich deines Jobs? Dass der höher angesehen wird, oder weil ohne diese Job, ohne diese Menschen, die das machen würden. Würden die da in den Dreck versinken? Doch Sascha erfährt auch täglich eine Menge Dankbarkeit der Leute. Immer wieder gäbe es Besucher, die seine Arbeit zu schätzen wissen. 2 von 10 geben Trinkgeld. 50 Cent, zwischen 50 Cent und 1 Euro. Das ist so der Gang und Gäbe. Hin und wieder kommt einer rein und dann kommt er, toll, dass es dich gibt und dass du das machst. Und dann lässt er schon einen 5-Euro-Schein springen. Ja, also man erkennt die Leute, die etwas mehr Geld haben. Die kommen dann mit so einem Centstück, ja, wo man denkt, okay, der könnte jetzt einen Zwickel reinschmeißen. Und dann kommt er mit einem Centstück und sagt, hier, ne, so, hier hast du das verdient. Und das ist dieses dieses Herablassende. Weißt, das ist so, hier, genau. Was würdest du solchen Leuten gerne sagen? Dass er nichts Besseres ist als jeder andere. Dass er genau in dieselbe Schüssel scheißt und kotzt. Und was ist ja besser? Ich habe gerade gesehen, dass du auch Trinkgeld gegeben hast, dass du vom Klo gekommen bist. Ja. Warum hast du Trinkgeld gegeben? Also in dem Fall war der Mann sehr freundlich und dann gebe ich dir natürlich gerne 1 Euro. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das immer mache. Manchmal ist man auch einfach haubenvoll, muss einfach nur aufs Klo und dann geht man wieder raus, um ein Trinkgeld zu geben. Ja. Weil die Klos waren echt sauber. War in Ordnung. Und ist es wichtig auch, dass die Klos sauber sind, dass die Menschen hier einen guten Job machen? Ja, total. Weil die machen ja auch ihren Job. Sollen sie auch Geld dafür haben. Bis zum 3. Oktober muss Sascha nun noch durchhalten. Dann ist auch sein Geschäft auf der Wiesn 2022 endgültig vollbracht.